Sag mal, Anke, ist unser Stargast schon fertig fürs Interview? Der kommt gleich, Ingolf. Der musste noch mal schnell in die Maske. Mhm. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit Ingolf Lück. Anke Engelke. Marco Riemer. Und Karen Friesecke. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Hallo, guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Toll, Rudolf Scharping bekommt einen neuen Fahrradhelm. Endlich zurück, Günter Strack landet in Frankfurt. China, Madonna führt neue Schwangerschaftsmode vor. Und Mallorca, im Ballermann 6 ist das Klo verstopft. Die Themen der Woche. Der Buckingham-Palast wird von der größten Finanzkrise seit Jahrhunderten erschüttert. In dieser Woche zog die königliche Familie erste Konsequenzen. Queen Elizabeth kümmert sich persönlich um kleine Reparaturen. Fergie, Herzogin von York, zieht in ein preiswerteres Domizil um. Und Prinz Charles hat eine Alternative zur kostspieligen Scheidung gefunden. In Moskau feierte gestern Boris Jelzin seinen Wahlsieg mit einem alten russischen Brauch. Soweit die. Dankeschön, danke. Meine Damen und Herren, wie ich soeben erfahre, bahnt sich in diesem Moment eine Entscheidung beim wichtigsten Radrennen der Welt an, bei der Tour de France. Und wir schalten jetzt sofort live um nach Bordeaux. Doch noch keine Entscheidung. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. In der letzten Woche, meine Damen und Herren, haben wir über die Grünen Freunde berichtet. Eine Gruppe von mutigen Naturschützern aus dem Badischen. Diesmal kämpfen sie gegen eine der größten Umweltsünden unserer Zeit. Industrieabwässer. Liebe Schlacke, nett, dass du das jetzt persönlich nimmst. Aber hör doch auf, aus dem Rohr rauszukommen. Das ist ja irgendwie auch keine Lösung. Das ist klar. Und sich auch nicht gut für die Umwelt. Und für Pflanzen und für Tiere. Und auch für dich selbst, liebe Schlacke, ist das nicht gut. Denk doch mal nach. Also gut, Schlacke. Wir können doch anders. Eins, zwei, drei, vier. Schlacke, Schlacke, du bist Kacke. Schlacke, Schlacke, du bist Kacke. Schlacke, Schlacke, du bist Kacke. Schlacke, Schlacke. Schlacke, Schlacke. Hat sie auch mit der Gitarre raus. Das muss besungen werden. Und nun übergebe ich mich und nun gebe ich ab zum Nachsichten. So was darf doch nicht passieren. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Union und FDP haben sich auf erste Sparmaßnahmen verständigt. Außerdem sollen in den Entschuldigung. Herr Schweizer, können wir uns hören? Also diese Angriffe in Fortschritt. Das klappt noch nicht ganz. Was machen wir denn jetzt? Machen wir denn nun erst das Interview oder gehen wir nun erst nach Washington?
Und die Antwort aus der Regie, bitte. Was wir jetzt machen? Schade. Die Leitung nach London ist leider jetzt nicht mehr... ja, sie läuft nicht mehr. Ja, so geht's zu beim Fernsehen. Washington. US-Präsident Bill Clinton gab in dieser Woche Anlass zu neuen Zweifeln an seiner Glaubwürdigkeit. Clintons Stellvertreter Vizepräsident Al Gore fliegen dagegen die geballten Sympathien der amerikanischen Wähler zu. Bonn. Politiker aller Parteien beklagen den Sittenverfall im Bundestag. Bonn. Bundesfinanzminister Theo Weigel steht seit der letzten Kabinettssitzung im Verdacht, seinen Amtskollegen wichtige Unterlagen vorzuenthalten. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Erwin Teufel, äußerte gestern vor Pressevertretern den Verdacht, dass weiterhin BSE-verseuchte Produkte nach Deutschland importiert werden. Peking. Frankreichs Staatspräsident Chirac und sein chinesischer Amtskollege Li Peng unterzeichneten gestern gemeinsam die Charta zum internationalen Tierschutzabkommen. Von Ingrid Steger mit Bernd Seebacher muss verschoben werden. Frau Steger musste den Termin wegen einer leichten Grippe absagen. Bonn. Alarmierende Zahlen aus dem Bundestag. Der Rechnungsbericht für die abgelaufene Sitzungsperiode weist Telefonkosten in Rekordhöhe auf. Hör mal gut, Brot, mein Name ist Jakob. Guten Tag. Klaus, nicht schon wieder. Das nervt. Das war der Nachrichtenüberblick. Guten Tag. Tag. Entschuldigen Sie bitte, ich hätte da eine Frage. Wo stehen denn bei Ihnen die Pornofilme? Andere Seite. Ja. Wo stehen denn bei Ihnen die Pornofilme? Heute Nachmittag ist im Hamburger Stadtteil Wandsbek eine Parfümfabrik explodiert. Unser Top-Reporter Horst Lemminger ist nun vor Ort und hat sich ein Bild von den Ausmaßen der Katastrophe gemacht. Horst, wie sieht's denn aus? Ingolf, ich melde mich hier aus der Produktionshalle, in der sich die Katastrophe ereignet hat. Qualm und Rauch, Ingolf. Sind denn, Horst, irgendwelche Stoffe ausgetreten? Ja, natürlich Stoffe. Aphrodisiaka. Bitte? Sexuelle Luststoffe. Ach so. Und Horst, merkst du denn schon was? Nein, Ingolf. Und das bestätigt auch die Aussage von der Geschäftsführerin, Frau Dr. Siebke, die sagt, es hat zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Nicht wahr, Frau Dr. Siebke? Ja, also unsere Mittel erfüllen wohl ihren Zweck im Schlafzimmer, aber Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Also an der frischen Luft, diese Befürchtungen halte ich für übertrieben. Aha, aber unklar ist doch auch, wie es zur Explosion kommen konnte. Ja, das werden wir prüfen müssen. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um menschliches Versagen. Mhm.
ganz schön heiß heute. Ja, mir nicht so. Horst, ich sehe viele Sicherheitskräfte im Einsatz dort bei euch. Wie haben denn die Sicherheitskräfte reagiert? Wie schätzen die Situation ein? Ja, Frau Dr. Siebke, wie schätzen denn die Sicherheitskräfte die Situation ein? Hallo. Hallo. Die Sicherheitskräfte, Frau Dr. Siebke. Die haben alles fest im Griff. Und wie hoch schätzen Sie, wird der Schaden sein? Ist denn das jetzt so wichtig? Ja, nein, ich meine, war ja nur eine Frage. Du hast wunderschöne Augen, weißt du das? Wo? Gesicht. Aha. Weißt du? Lemminger. Und wie weiter? Das war schon weiter. Aber noch nicht weit genug. Tja, Ingolf, das war's von mir. Und ich komme bald zurück nach Köln. Und ich glaube, dass ich dann noch einiges aus Hamburg-Wandsbek zu berichten weiß. Denn Frau Dr. Siebke hat sich bei mir ein bisschen im Schwanz verfangen. Das, meine Damen und Herren, war Horst Lemminger aus Hamburg. Beneidenswert. Unsere Leistungsgesellschaft, meine Damen und Herren, bringt immer wieder Menschen hervor, deren Lebensziel es ist, Einmaliges zu vollbringen. Friedrich Heinemann ist so ein Mensch. Sein Ziel, Weltrekorde aller Art. Unsere Reporterin Anke Engelke berichtet von seinem neuesten Versuch. Ich berichte heute von einem Mann mit einer großen Aufgabe, einem Mann getrieben von einer Vision, einem Mann, der niemals aufgibt. Herr Heinemann, seit nunmehr 36 Stunden hängen Sie kopfüber an diesem Ast und nur noch wenige Minuten trennen Sie von dem lang ersehnten Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde. Ich bin in absoluter Topform, ich fühle mich fit und ich denke, ich schaffe es. Und ich darf sagen, ich konnte von allen bisherigen Rekordversuchen Friedrich Heinemanns berichten. Tja, insgesamt waren es 16. Und sie alle endeten nahezu tragisch in letzter Sekunde. Aber diesmal bin ich mental viel besser drauf. Nichtsdestotrotz analysiert man alle bisherigen 16 Versuche, so steht eines fest, die Wetten für einen Erfolg stehen heute mehr als schlecht. Jetzt machen Sie mal halblang, ja? Ich hänge hier seit 36 Stunden, es fehlen noch einige Minuten und dann habe ich es geschafft. Er selbst ist guten Mutes, aber es bestehen berechtigte Zweifel. Ist es möglich, eine solche Serie von Niederlagen, von Enttäuschungen zu durchbrechen? Hören Sie doch endlich mal auf! Ich gebe hier mein Bestes. Aber ist sein Bestes gut genug? Oder ist es ein weiterer tragischer Fall von unglaublicher Selbstüberschätzung? Ja, pissen Sie sich, Sie kleines Miststück! Offensichtlich ist der immense Druck zu groß für ihn. In dieser wichtigen Phase kann er nicht ruhig bleiben, sondern er verfällt in Panik. Nein! Ja, geschafft! Zurück zu dir, Ingolf. Tja, dumm gelaufen, Friedrich Heinemann. Eine überraschende Meldung erreicht uns heute aus Bonn. Das Nationale Olympische Komitee hat Norbert Blüm für die Olympischen Spiele in Atlanta nachnominiert. Weiter geht's mit dem Sporttelegramm, die Meldung der Woche in aller Kürze. Aufgedeckt, was wollte Steffi mit ihrer weißen Schürze? Sieger im Golfkrieg, Ex-Präsident George Bush. Endlich, Schumi reagiert auf Pannenserie. Und schlechte Stimmung, der Trainingsbeginn bei den Bayern.
Verehrte Claudia, Frau Schiffer, es heißt, dass Sie dem Intimverkehr skeptisch gegenüberstehen. Angeblich tun Sie es nicht so gerne, weil Ihnen die Männer dabei zu nahe kommen. Also es wäre schon schöner, wenn es etwas, sagen wir mal, von Weitem gemacht wird, aber die kommen also sehr nahe. Aber wie halten Sie denn Ihren Freund David Copperfield auf Distanz? Der fordert doch sicher auch mal sein Recht auf intime Nähe. Die einfachste Ausrede ist, am Ende des Tages nach Hause zu kommen und zu sagen, oh, ich bin so müde, ich kann nicht mehr. Das kenne ich auch. Aber damit gibt man sich ja nicht immer zufrieden. Wie machen Sie das denn an anderen Tagen? An den anderen Tagen versuche ich auf jeden Fall die Motivation zu finden, also entweder mit Musik oder mit irgendwelchen anderen Tricks, einfach nur um diesen inneren Schweinehund zu bekämpfen. Wobei, David darf ja angeblich nur dann zu Ihnen ins Bett, wenn Ihre Frau Mama dabei ist und Ihnen die Anweisung gibt. Ist das wirklich nötig? Es sind so viele verschiedene Dinge, die wichtig sind. Und wenn da keiner dahinter steht und die Leute pusht, dann funktioniert das nicht. Mhm. Stimmt es eigentlich, dass es David am liebsten in der Öffentlichkeit tut? Ja, am schlimmsten ist es im Supermarkt, an der Kasse. Und Ihre Frau Mutter ist immer dabei? Ja, natürlich. Ah ja. Aber das ist doch eher ungewöhnlich. Aber ich denke mir, ja, ich denke mir, ja, das denke ich mir auch. Vielen Dank, Frau Schiffer. Und jetzt ist es wieder soweit. Der größte Stuntman der Welt hat heute wieder Unglaubliches vor. Ich weiß nur, es hat mit einem Auto zu tun. Anke Engelke, bitte. Wir haben großartiges Wetter, passend zum großartigen Anlass. Jawohl, ich bin stolz und glücklich, wieder dabei sein zu dürfen, Zeuge sein zu können. Und hier kommt er auch schon, Spartacus, der größte Stuntman der Welt. Spartacus, bevor Sie uns erklären, welche neue lebensgefährliche Tollkühnheit Sie heute wieder planen, würde ich Ihnen gerne eine Frage stellen. Die Frage, die mir schon so lange am Herzen liegt. Warum machen Sie das alles? Warum, Spartacus? Ich liebe die Herausforderung und ich liebe die Menschen. Die Tiere liebe ich auch. Überhaupt alles, die ganze Welt, sogar Kinder, verstehen Sie? Es ist meine Form von Liebe. Spielt Geld dabei eine Rolle? Überhaupt nicht. Geld ist nicht wichtig für mich. Spartacus, der größte Stuntman der Welt. Es ist wichtig für mich, aber ich könnte das auch anderswo verdienen. Zum Beispiel als Zahnarzt oder als Chefkoch. Aber das hier, die Stunts, das ist meine Welt. Das bin ich. Ja, das sind Sie, Spartacus. Viel Glück beim Stunt. Danke, Anke. Mit seiner Boxencrew macht Spartacus jetzt den letzten Check. 300.000 Mark hat dieses speziell für ihn angefertigte Superauto gekostet. Es ist stahlverstärkt und innen, oh, pardon, Spartacus, innen feuerfest ausgestattet. Es ist das beste Auto mit dem stärksten Motor der ganzen Welt. Das Beste für den Besten. Und jetzt hören wir 600 super heiße PS in diesem Superauto. Und in wenigen Minuten kann es losgehen. Viel Glück, Spartacus! Wir haben seinen Helm übrigens mit einem Spezialmikrofon ausgestattet, damit wir immer hören, was er macht und wo er gerade ist. Toi, 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 Spartacus! Wie fühlen Sie sich jetzt? Also ich muss sagen, Anke, ich fühle mich ausgesprochen gut. So ein Stunt ist ja relativ. Oh, jetzt wird es aber ein bisschen eng hier. Aber ich glaube, es ist alles in Ordnung. Ich habe jetzt leichte Kopfschmerzen, aber wichtiger ist meine Botschaft, ich liebe die Autos. Es geht prima, Anke, obwohl das Lenkrad kommt mir jetzt etwas entgegen. Es ist jetzt hoch auf den Kopf. Wie kommt eigentlich die Fußbremse in mein linkes Ohr? Spartacus, alles in Ordnung? Alles bestens, Anke. Wenn ich runterkomme, dann habe ich diesen Kaffee. Manchmal ist es schwer, Gefühle in Worte zu fassen. Vor Aufregung kann ich selber kaum sprechen. Anke, ehrlich gesagt, hätte ich heute keinen Pfennig auf den Stunt von Spartacus Anke gesetzt. Aber er hat es erneut Anke geschafft. Er hat es bewiesen. Anke, hau ab, Schlampe. Der Teufelskerl, der Superheld. Das war's für heute, liebe Zuschauer. Na ja, wenigstens kann ich jetzt an meinem Zoo lutschen.
Und zum Abschluss unser Chefmeteorologe Dr. Jakob Kirchner vom Wetteramt Detmold und das Wetter. Ja, guten Abend. Die augenblickliche Wettersituation stellt für viele Menschen eine gesundheitliche Herausforderung dar. Daher sollten Sie die folgenden Angaben besonders beachten. Das Tiefdruckgebiet aus Nordeuropa führt an der hinteren Flanke einen Ausläufer mit sich, der gerade bei sensiblen Personen zu Schlafstörungen in der Nacht und Müdigkeitsanfällen am Tage führen kann. Aber Obacht! In den Gebieten hier, hier und hier kann es vereinzelt zu Pollenflug kommen. Die Temperaturschwankungen hier können zu Konzentrationsschwäche führen und darüber hinaus in Einzelfällen zu Störungen in der Körpermotorik. Die feuchte Luft verursacht heftige Rheumaanfälle. Vereinzelt führen die aktuellen Wetterkapriolen zu Bluthochdruck und gefährlichen Herz-Kreislauf-Störungen, die man nicht unterschätzen sollte. Aber noch ist es ja nicht so weit und das nasse Wetter bestimmt nach wie vor unseren Sommer. Dies war vom Wetter. Zum Schluss wie immer die Bauernregel der Woche. Wenn die Hühner Eier legen, gibt's am gleichen Abend Regen. Und zurück zu Ingolf Lück. Wenn die Hühner Eier legen, gibt's am gleichen Abend Regen. Bescheuerte Rede. Das war, meine Damen und Herren, die Wochenshow mit den witzigsten Nachrichten der Welt. Wir sehen uns wieder am nächsten Samstag. Auf Wiedersehen und noch ein schönes Wochenende. Moment, da wollte noch einer was sagen. Herr Schreiner, bitte. Letzter Satz. Das ist schon der x-te letzte Satz. Bitte keinen mehr. Persönlich bemerken Sie. Herr Blüm, nein. Sie haben am 7. September... Nein, Herr Schreiner, das geht nicht. Herr Präsident, es geht wirklich um ein hohes Amt. Nein, das geht nicht. Ihre Redezeit ist endgültig zu Ende. Na gut, dann schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihnen ist noch manches erspart geblieben.